So, Chat. Ich habe letzte Woche, wie ihr ja mitbekommen habt, ne? Endlich den Holy Mantle für The Lost freigeschaltet. Und wir haben auch letzte Woche den Keeper freigeschaltet. Sprich, wir haben die Greed Machine endlich voll bekommen. Und wenn ihr The Lost nicht kennt, ist ein sehr beliebter Charakter, der so funktioniert, dass er One-Hit ist. Wenn er getroffen wird, stirbt er direkt. Und wir haben ihn jetzt über die letzten zwei Wochen für ihn extra gegrindet, damit er ein Schild bekommt, dass er nicht One-Hit ist. Ein Schild, das sich in jedem Raum regeneriert und er quasi ein Two-Hit ist. Ja. Was das alles auf jeden Fall um einiges einfacher macht. Und ich hab Bock. Wer sagt beliebt? Alle. Jeder kennt The Lost. Jeder liebt und hasst ihn. Aber er ist einfach ein geiler Charakter. So, let's go. Wir gehen auf normale Runs. Ja, wir haben ja letzte Woche noch einen Greed gemacht. Mit ihm. Und auch geschafft. Und ich habe einmal mit ihm The Lamb gekillt, weil ich irgendein Item hatte. Nee, ich habe The Lamb mit ihm einmal freigeschaltet, gekillt, weil das ist der Run, wo ich ihn auch freigeschaltet habe. So, let's go. Not bad. Damage. Oh! Wieso war ich langsamer? Ich hab straight up nach oben. Hä? Also der erste Hit ist ja klar. Not bad. Hä? Hä? Ich bin doch schon über dem Laser. Hä? What the fuck? Irgendwie einen letzten Frame oder so noch getroffen. Wahrscheinlich, weil ich gegen die Kiste gelaufen bin oder so. Was ist das denn? Da, hier ist der Hit. Hier werde ich gerade getroffen. Was ist das denn? Halt wirklich, Macmillan an der Stelle verklagen. The fuck war das denn? Ja, schade, Mann. Aber... Vorhin waren es, glaube ich, 14% oder 17% Believer. Wow, grüß dich! Okay, die Gamba. Die Gamba müssen wir abbrechen. Yo! Yo! Yo, yo! Wie schnell! Das Ding aus ihm rausgeschossen kam. Wie schnell das Ding da rausgeschossen kam. Dagger. Jera. Dengel ist mein Erzfeind. Oh! Crickets Buddy. Let's go. Splatter, Splatter Damage. Bin jetzt ein richtiger Splatterman, Alter. Ist auch ein nice Start-Item. Scheiß auf Katze! Toter Hund! Ja, Mann. Dengel kann sich for real verpissen. Wieso taucht er auf der ersten Ebene auf? Klingt nach massivem Skill-Issue. Cooler Raum. Ja. Wer ist gerade in ihm gestorben? Ich bin nicht Dead God. Und ich habe nicht
20 Easy Mods gerade installiert, weil ich auf PC spiele, so wie du. Hey! Damage abnehmen mit, ne? Kurz Secret Raum. Oh, die Lotusblüte. Ich weiß nicht, ob sie sich auf Lost gelohnt hat. Hat sie nicht jedes von jedem Herz ein Herz gegeben? Grants one red heart, one soul heart and one black heart. Stark. Ist ein guter Start, würde ich jetzt sagen. Ist ein solider Starti. So, wie sieht jetzt die Quote aus, hä? Wie sieht jetzt die Quote aus? Zack. So, Ziel ist wieder, ne? Chest, ihr wisst Bescheid. Let's go. Boah, jetzt Tiny Planet? Hey, Siobre, was geht ab? Guckt euch diesen Splatter-Damage an, Alter. Die Range ist halt zwar ein bisschen kacki und ein bisschen gefährlicher als Lost, aber ich bin jetzt einfach mal nicht Lost und spiel gut. Gib mir Mühe. Oh ja, okay, chill mal. Stark. Das haben wir gebraucht. Schade. Aber der wird weggebombt. Was haben wir hier so Schönes? Ein Kompass. Oh, kann man machen. Hab aber kein Geld. Endlich Feierabend. Nice. Und jetzt schön Stream gönnen, Alter. War gestern bei Pierre de Ville. Weiß nicht, Pierce the Whale? Wahrscheinlich verschrieben, ne? Okay, Pierce, okay. War um 2 Uhr daheim und musste um 6:30 schon wieder zur Arbeit. Aber die machen noch Musik? Oh mein Gott. Oh mein Gott. War das nicht die Band mit dem super heißen Typen? Hier irgendwie Andy, oder wie hieß der Andy? Nee, ich denke gerade an Black Wheel Brides. Nee, ich denke gerade an Black Whale Brides. Weil ich glaube, die machen keine Musik mehr. Er macht, glaube ich, so eine Solo-Karriere. Ja, weg mit der Fliege. Schade. Ich hätte erst Pördro benutzen sollen. Gibt's auch noch, soweit ich weiß. Okay. Irgendwie das letzte Mal, als ich was davon gehört habe, ist schon ein paar Jahre her, aber da klang es so, als wären die schon nicht mehr aktiv und er macht nur alleine was. Ja, yeah, Pierce the Whale, was kenne ich. Das ist eine andere Band. Ja. Ich habe die gerade miteinander verwechselt. Hier. Okay. Blank card. Perthrow. Noch ein Pilz, Leute. Vielleicht werde ich Fun Guy.
Zweite Ebene und ich habe schon zwei Pilze. Ja, ist schon ein geiler Seed, ne? Zwei Secret-Räume und beide haben ein Item. Boah, der Start ist echt geil, Mann. Darf ich nicht wegwerfen. Und jetzt noch Seife. Zwei Guppy-Items, Leute. Ja, wir nehmen auf jeden Fall das Collar, ne? Weil das gibt mir womöglich extra Leben. Okay. Ja, Collar könnte den Run vielleicht hier und da mit etwas Glück retten. Collar macht, dass ich, wenn ich sterbe, zu 50% wieder auferstehe. Bei mir sind es immer, dass ich zu 5% aufstehe und zu 95% liegen bleibe. Das ist bei mir eigentlich die Quote immer. Also, Too Spooky for Me ist an sich nicht bad, ne? Für Lost. Dann rennen die Gegner von mir weg. Aber ich könnte theoretisch rerollen. Was sagt die Chat? Too Spooky for Me mitnehmen oder rerollen? Too Spooky nehmen. Reroll, reroll safe. Reroll. Könnte schon besseres geben. Ich würde mitnehmen. Das Ding ist. Ich will halt die Dead Cat haben. Ich glaube, ich sollte rerollen für Dead Cat, oder? Könnte Brimstone sein. Ja, Brimstone ist mir jetzt nicht so wichtig. Ich würde gerne eine Dead Cat haben. Du rerollst beides und beides kann verschwinden. Es verschwindet nichts. Okay, Spirit of the Night. Scary. Oh my God. He's so scary. Endlich kann ich fliegen, ja. Aber das hat nicht einen 4-Shot? Ne, ich glaube, Fistula hatte 4-Shot, ne? Ich habe quasi einfach schwarzen Skin bekommen. Zeigt mir eure Gesichter! Ihr falschen Schlangen! Was ein schrecklicher Raum. Wie schaltet man eigentlich dieses Damagoles Schwert frei? Weiß ich gar nicht. Habe ich das schon? Bin mir gar nicht sicher. Das ist auf The Lost eigentlich auch ganz gut, ne? Damokles! The Makeless! Mit Jakob und Huso. Erstmal alle Items freischalten, die auf Lost gut werden und dann erst angefangen, Lost zu grinden. Ah! Er hat auf jeden Fall Too Spooky for Me gerade da, als Item, glaube ich. Er hat halt einen schnellen Sprung und einen langsamen Sprung. Und der schnelle Sprung ist halt so gruselig. A+! So, Range Up ist nice. Speed Up ist auch sehr nice. Doch, wir werden das Item sehen. Ich werde ja im Jakob und Huso auch noch grinden. Das werden zwar die fürchterlichsten Isaac-Streams überhaupt, aber das werden wir auch noch machen. So als letztes. Oh, so fahrt's mal. Was?
War das diese Psyfly in Scheiße? Spawns an attack fly that orbits along distance. Ach so, nee, die ist scheiße. Das ist auch scheiße. Ich hasse diese dicken Fledermäuse. Das ist voll gut. Wo ist das gut? Das ist doch mega das Scheiß-Item. Das ist so ein Ding, das die ganze Zeit nur hin und her bounced. Das ist doch mega kacke. Gives Isaac a dumpy familiar that pushes, confuses or poisons nearby enemies and flies in a random direction after taking damage. Nichts gegen Dumpy. Klingt schon echt scheiße. Klingt schon echt scheiße. Ich weiß auf jeden Fall, war das ein Item, was ich nie gerne mitgenommen habe. Du klingst scheiße, ne, du. Der ist eine schlechtere Version von der Psyfly, aber immer noch mega gut. Dumpy ist schon mehr, aber pupst immerhin. Cool. Da hätte jetzt der Magic Mushroom sein können, ne? Aber der ist ja eigentlich hier, ne? Ich hab mich vertan, ich meinte, er ist hier. Das ist ein Quality 4. Ja. Hey! Item! Oh, da ist hinter mir noch einer, lol! Der hat einfach gestealthed. Nee, 3, okay. Ja gut. Ich kann aber immer eine Aufladung im Shop verbrauchen. Vielleicht kriegen wir Stopwatch. Ein Booster Pack kann man auch mal mitnehmen. Aha. 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 Hm. Ja. Hm. Machen wir Delirium Chat? Oder Hasch. Beides. Das funktioniert nicht gegen Delirium. Dann machen wir Hasch. Okay, Magic Mushroom. Ist auch ein Mushroom auf jeden Fall. Aber nicht ganz so Magic. Virgo. Virgo ist cool. Kann er Tränen abblocken, ne? Mehr defensive Items. Solange es nicht Leo ist. Magst du Leo nicht? Was hat dir Leo getan? Und ich habe jetzt eine coole Schleife. Bin ein hübsches Mädchen. Hättest mal Blank Card mitgenommen. Man, kann man mit Blank Card die Chaos Card duplizieren? Bin schon sehr hübsch. Danke. Hat meine Mama auch immer gesagt.
Venoxy, dankeschön für 39 Monate. Jeden Tag bin ich traurig, dass ich niemals auf 9 live Leute abzocken konnte. So, willst du Leute auf 9 live abzocken? Wie viele Buchstaben hat das H? Oder so. Ich gehe mal kurz nochmal aufladen. Hab ich's! Das ist scheiß Clip, ey. Wow. Da ist ja voll die coole Leiter, Mann. Ja, was soll der Geiz, ne? Ich werde hier drin sterben. Hier sterben, Chat. Och du Scheiße. Was sind diese Bomben gerade? Das Herz gespawnt. Zwei Herzen gespawnt. Hui! Hui! Das war dumm, dahin was zu werfen. Hatte nie Zweifel. Nice, easy Boss, einfach geschenkter Bosskampf. Einfach geschenkter Bosskampf. Wo ist mein Devil Deal? Ich habe 67%. Tricks Game. Sinkt, denke ich, die Wahrscheinlichkeit von dem Item, was gedroppt ist? Steigt die Wahrscheinlichkeit, dass das Item verschwindet, je öfter ich es rerolle mit diesem Würfel? Oder ist die bei jedem Reroll gleich? Nee, ne? Zweite Spritze und Damage up. Also wir haben jetzt zwei fast fertige Transformationen. Ich bin Andreas. Junge. Und einer von beiden bringt uns sogar was. Bringen nicht beide was? Die spritzen uns ja in All-Stats ab. Und Fun Guy ist doch auch in All-Stats ab, oder? Ist beides All-Stats ab. Ist eigentlich beides geilo. Naja, HP ab durch Fun Guy. Ja, aber auch ein Fun Guy gibt ja nicht nur HP ab. Ja, Gappi haben ja leider nur ein Item. Was nicht? Moment, ich kann das rerollen, ne? Ja, nee, ich bin dumm. Da war nichts. Gehen wir mal hier rein, ne? Fun Guy gibt nur ein HP ab. Dann ist ja Fun Guy voll scheiße.
Dann kriege ich ein HP ab und werde auch noch groß. Und groß ist scheiße. Und Fungi ist und HP ab ist useless. Was aber nicht scheiße ist und was nicht useless ist, ist dieser legendäre Raid von meinem Lieblingsdashke. Was geht ab, Dashki? Dankeschön für den Raid. Hast deinen Tempel fertig gebaut? Das klippe ich und behalte diese netten Worte für Sonntag. Ja, wir machen heute ein paar hier Isaac Runs mit The Lost. Das ist gerade mein, glaube ich, dritter Versuch. Und bisher läuft es ganz gut. Vielleicht ein Secret-Raum sein? Maybe, maybe, schmaybe. Schade! Kann ich irgendwie eine coole, vielleicht Kombination bekommen für Luck-Up? Shit. Irgendeine coole Synergy? Ich hab 10 Luck. Maybe? Und los, ich bin einfach reingelaufen. Dead Cat. Nicer Laser. Das ist, glaube ich, ganz geil mit dem Splatter Damage, ne? Was ist das für ein geiler Penny? Well, Wubbauer. Fühle den Run. Ich auch. Das ist ein geiler Run. Das wird was. Ich sterbe gleich bei Mom. Und Kefka, danke schön für 10 Monate. Oh, die springen! Sie jagen mich von oben! Das zwar, die Laser sind zwar ziemlich geil, Blitze sind ziemlich geil, aber die Übersicht ist dadurch natürlich. Oh, ist auch dadurch am mies am Leiden. Und Übersicht zu verlieren bei Lost kann fatal enden. Dreamcatcher. Schon wieder Dreamcatcher. Reroll? Boah, jetzt noch irgendwie ein Luck-basierendes Item-Chat. Und das könnte richtig, richtig geil werden. Klingt schon ziemlich lost, muss ich sagen. Du bist eben auch mit Übersicht an einer Fliege gestorben. Ja, okay, das stimmt wohl. Das kann immer passieren. Schade. Aber wenn ich halt nicht dumm bin. Oh. Ich bin noch nicht bei Moody, ne? Nee. Oh. Zum Glück sind da Knochen in der Mitte, ne? Ja, Ghost Baby für Conjoined, aber da könnte halt eine Dead Cat sein. Ja, Backstep, I guess, ne? Kriege ich vielleicht noch eine Aufladung zum Rerollen? Ansonsten Batterie kaufen, ne? Das Ding gibt ja die Klippe da, diese Büroklammer da, diese Heftzwecke, diese Heftklammer, diese Sticker da, der gibt doch Range und Evil ab, ne? Brauchen wir nicht. Das brauchen wir aber. Noch mehr Luck.
12 Luck, Leute. Man könnte quasi sagen, ab dem Punkt habe ich Luck gesoffen. Comedy einfach revolutioniert. Okay, dann hoffen wir mal, dass was Geiles rauskommt. Mein Evil-Kern kann gerne mal ab. Ach so. Heute ist der Tag der guten Wortspiele. Tears up? Kann es noch überhaupt steigen? Scheiße, Tears up steigt nicht mehr. Naja, ich hätte es eh nicht rerollen können. Obwohl, im Shop gab es noch eine Batterie. Da lag hinten noch eine Batterie. Ich hätte es theoretisch noch rerollen können. Ja. Was soll's? Was soll's? Nee, ich fühle mich noch nicht vom Game gebacksteppt. Also ich meine, alle Versuche, die ich heute hatte, waren eigentlich alle keine Versuche, wo ich sagen würde, das Game trollt mich oder so. Obwohl der Brimstone, der war schon ein mieser Trolling-Move. Der war schon eigentlich ein Troll. Da wurde ich mies gebacksteppt von Macmillan. Hör auf, please, so gut zu spielen. Sorry, ist angeboren. Lüge, nein. Oh, scheiße, Chat. In der Ebene sehe ich meine Herzen gar nicht. Wisst ihr, wie viel ich noch habe? Habt ihr aufgepasst? Wie viel habe ich noch? Kaufland. Ich habe gerade auch an Kaufland gedacht. So, öffne dich. Zwei habe ich noch. Keine mehr. Gar keine. Eine noch. Range up und Luck up. Hm. Noch weiter Luck stacken, damit ich irgendwann vielleicht ein Luck-Item bekomme und dann geht's komplett ab. Ein Torn Photo. Tears up bringt mir ja nichts mehr, ne? Ich bin schon beim Maximum angekommen. Oder ist es irgendwie so ein Item, was Tears Cap erweitert? Nee, ne? Hey Annie, was geht ab? Wie laufen die Runs? Du kommst gerade zu dem heute besten Run. Boah. Hast du eigentlich auf F16 alle Trophäen geholt? Und wenn ja, war es anstrengend? Nee, habe ich nicht gemacht. Man muss ja New Game Plus machen. Ich habe dann New Game Plus angefangen. Aber da hat dann doch keine Lust. Okay, das Item ist weg. Meinte Paul nicht, das sei anstrengend gewesen? Ja, anstrengend nicht im Sinne von, dass es schwer ist, aber... Das ist halt nichts, also das New Game Plus ist halt nicht wirklich besonders. Wahrscheinlich eher anstrengend in dem Sinne, dass es halt eher ermüdend und repetitiv langsam wird. Denke eher in der Richtung anstrengend. Das passiert doch mit Luck, oder? Yeah, ich habe nur noch Zähne. Der Duplicator. Oh, Chat. Ich gehe gleich zum Boss rein. Duplicate dann die Devil Deal Items. Oder Angel Deal Items. Okay, nee, ich krieg Devil Deal, wenn ich überhaupt bekomme. Dupliziere die Items. Und porte mich raus und hol meine Chaos Card wieder, oder?
100k im Pot. Scheiß Löffel. Also, es ist immer noch ein The Lost Run. Ne? Das kann jederzeit super schnell enden. Jeder Raum könnte das Ende bedeuten. Ein kleiner dummer Fehler. Einmal kurz nicht aufmerksam gewesen. Vorbei. Ich wette, dass du irgendwas davon vergisst. Nein. Ich vergesse nichts. Dead Cat! Dead Cat! Dead Cat! Dead Cat! Pupati. Pupati. Okay, ja, dann. Lass den Duplicator holen. Dogshit? Ah! Okay, dann holen wir das danach. Steam Sale. Start. Also, kleine Planänderung. Wir holen den Duplicator. Hoffen auf einen Devil Deal, Angel Deal. Porten uns raus. Holen die Chaos Card ab. Dann holen wir die Forget Me Now Pille. Und machen die Ebene ein zweites Mal. Für noch mehr Items. Ich darf jetzt nur nicht sterben. Dark Boy? Wer ist Dark Boy? Und wir haben wirklich einen Deal bekommen. Oh, du mieses Schweinekind! Was jetzt passiert? Ja, ein Devil Deal kann ab und zu so einen Gegner spawnen. Und kein richtiger Devil Deal. Und ich habe ja auf einen richtigen Devil Deal gehofft. Wäre ein richtiger Devil Deal gekommen mit irgendwie drei Items, dann hätte ich mit meinem Duplicator, den ich hier habe, alle drei Items umsonst bekommen. Ja, jetzt weiß ich nicht, Chat, was soll ich machen? Duplicator behalten? Und in die nächste Ebene gehen und dort vielleicht hoffen, was zu duplikaten? Nee, hättest du nicht? Ich dachte, man kriegt dann alle drei. Hättest nur eins mitnehmen können. Okay, gut, dann ist das Duplikaten ja komplett irrelevant und scheißegal. Dann ist es ja komplett, der ganze Plan war ja dann von Anfang an komplett für den Arsch. Ich kann auch so oder so ein Item for free mitnehmen. Campus Head verdoppelt. Ja. Chaos Card nehmen wir mit. Und. Ist schade um den Würfel-Chat, aber ja, was soll's, ne? Ich meine, nach dieser Ebene bekommen wir eh nicht mehr so viele Items, außer in der Chest, okay. Item im Geheimraum verdoppeln und rerollen. Aber dann muss ich ja die Forget-Me-Now-Pille. Moment. Ich habe eine Aufladung. Wir holen. Warte, wir holen den Duplicator. Benutzen ihn. Nehmen eine Pille wieder mit, lassen die liegen, holen den Würfel, rerollen einmal
verlieren die Pille und gehen wieder. So, habe ich hier noch irgendwas, bevor ich gehe? By the way, hier. Bevor ich sterbe und all mein Geld verliere. Wenn ich gerade schon so viel habe, so early. Okay, beide Secret-Räume abgeholt. Wir haben oben noch das eine Item, ne? Was war das nochmal? War das noch die Halskette immer noch? Das ist der Löffel, ich will den nicht haben. Bitte nimm meine twinkigen Körper auf. Was? Das Rätsel um den Fuchs, die Gans und den Kohlkopf, aber mit Würfelpille und Stammzelle. Ja. Würde er weitergehen mit Lost, willst du Ebenen eigentlich nicht wiederholen? Nee, ich bin super stark. Die Ebene können wir easy wiederholen. Hast du gerade gesehen, wie Mother geschmolzen ist? Okay, der Flug ist gerade echt nicht so geil. Ich brauche halt Dead Cat, komm schon. Der Regel, ja, in der Regel würde ich mit jedem wiederholen. Mehr Items sind immer gut. Weil ob ich jetzt bei der Wiederholung sterbe oder bei der nächsten Ebene sterbe, ist eigentlich auch egal. Weil wenn der Run so scheiße läuft, dass ich Angst haben muss vor einer Wiederholung, dann kann ich genauso gut auch in der nächsten Ebene schon sterben. So, jetzt muss ich mich aber nicht mehr um den Würfel kümmern. Jetzt kann er mir egal sein. Jetzt können wir gleich schnell durchlaufen. Hab ja jetzt keinen Würfel mehr. Was schade ist. Ich mag mit Würfeln zu spielen. Die dritte Spritze, Leute. Aber das ist auch die gelbe. Gelbe Spritze macht, dass meine Stats random verändert werden. Aber das ist die dritte insgesamt. Und bei der dritten kriege ich ein All Stats ab. Wird schon schief gehen, ne? Speed down, alles andere ist geil. Jetzt brauchen wir noch irgendein... Ne, ich wollte gerade sagen, brauchen wir irgendein noch ein geiles... Pilz-Item, aber brauchen wir nicht. Fun-Guy ist ja gar nicht so geil. Wie erhofft. Cool Vox, I guess. Kann ich meinen Dumpy verdoppeln? Du bist jetzt um 0,5 langsamer. Ja, ich hätte ich hätte den Löffel mitnehmen sollen in der letzten Ebene, ne? Dann wäre es jetzt nicht ganz so schlimm. Die Dunkelheit! Mach mich fertig! Der böse Bruder von Keggy und der Sohn von der Keggy ist am Stream. Digga, bist du besoffen? Ich hatte dich schon getestet, ne? Andreas? Okay, Goldraum. Gib mir was Geiles. Noch eine Spritze. Needle Shot.
Der geht ja nur eh noch HP-Ups, ne? Obwohl, ich glaube, der kann auch andere Dinge geben, die bestimmt halbwegs interessant sind oder so. Ich brauche hier kein Geld. Wow! Map-Items kann er geben. Aber ist ein geiler Run. Ist ein geiler Lost Run. Ist ein geiler Schmeilo. Ist ein geiler Schmeilo. Ich habe Secret Room nicht gefunden. Weil er hier ist. Und der andere ist natürlich hier, ne? Scheiße, der ist ja nicht, das ist ein Kopf. Digga. Chat, kann ich jetzt theoretisch auch das Negativ mitnehmen? Habe ich dann beides oder wird das eine gelöscht? Ich kann beide mitnehmen. Weil das wäre jetzt ein Damage-Up, ne? Okay, ja, ich habe beide. Ich verliere das andere nicht. Okidoki! Leider kein Mega-Satan in dem Run, ne? Aber vielleicht kriegen wir trotzdem noch eine Chance auf Delirium. Nicht, dass ich ihn schaffen würde, aber... Dead Cat! Dead Cat! Lucky Benny. Ist schon ein starker Run. Muss man schon sagen. Ist schon ein starker Run. Aber dieses fucking A-Plus-Trinket ist halt auch wirklich so strong. Nicht meine Schwachstelle. Die Brimstones. Oh. Würfelraum? Die 100? Die 4! Leute, let's go, alles rerollen. Run wegwerfen. Ich hätte jetzt in dem Raum theoretisch mein ganzes Setup, mein ganzes Bild, alle meine Items tauschen können. Durch irgendwas zufällig anderes. Und wahrscheinlich wäre es um einiges beschissen als das hier, weil das ist schon sehr gut gerade. Das ist schon Premium. Aber es juckt schon so ein bisschen in den Fingern, das mitzunehmen, ne? Hätt schon Bock. Junge, nur Sackgassen. Könnte auch stärker werden, aber die Wahrscheinlichkeit wahrscheinlich, dass ich eher schwächer werde, ist, glaube ich, höher. Shit, hat mich getroffen einfach. Versuch einmal deine Gamba-Instinkte zu unterdrücken. Hey, du hast doch gegen mich gevotet. Du willst doch, dass ich verliere. Noch eine Spritze. Junge, ich habe einfach alle Spritzen. Okay. Dead Cat. Ja, I guess wir nehmen Void mit. Ich könnte auch die Schaufel nehmen. Und alles durchrennen. Void wäre vielleicht halt ganz cool für die letzte Ebene, für Chest. Dann könnte ich alle scheiß Items einsaugen. Ja, nehmen wir mit. Nee, ich glaube, Schaufel für Leiterräume lohnt sich jetzt nicht so sehr. Gleich Doppelspawn einfach, ja. Chat, ich bin ein bisschen zu schnell. Die Geschwindigkeit auf 2 ist immer ein bisschen gruselig. Da laufe ich immer in Dinge rein.
gibt keins schnell. Ja doch, leider schon. Das hier ist zu schnell. Oh, direkt gefunden. That's what she said. Leute, ich bin zu schnell, dann renne ich in meine Dinge rein. That's what she said. You unlocked Zero. Boah, ich weiß nicht, Leute. Ich habe keine Dead Cat. Dead Cat? Ohne Dead Cat zu Delirium? Boah, nee. Ist mir zu gruselig, glaube ich. Und Chaos Card meinte die ja, funktioniert nicht bei Delirium. Oder? Weil ich muss, glaube ich, sein richtiges Ich treffen, oder? Wenn ich irgendwie so ein anderes Ding treffe, dann funktioniert das nicht richtig. Was würde mir mehr Damage bringen? Die Haube oder die Hure? Drei Black Hearts und ein Damage. Die Hure gibt 1,5 Damage. Ja. Plus Speed. Trotzdem eins. Ab wann gilt der Run als gewonnen? Wenn wir die Credits sehen. Nee, komm. Wir gehen ganz normal zu Chest. Vielleicht kriege ich am Ende der Chest noch eine Chance für Delirium. Aber ja, Delirium ohne Dead Cat, da habe ich zu viel Angst. Da kann nichts kommen, was mich interessiert. Da müsste ich halt First Try machen. Und ich weiß nicht, ob ich das hinkriege. Kann ich jetzt überhaupt noch eine Dead Cat bekommen? Könnte ich theoretisch... Ja doch, in der Chest könnte ich doch theoretisch noch eine bekommen, ne? Oder Arky. Bestimmt kann ich auch noch im Secret Room eine bekommen oder so. Die kleinen Pimmel sind auch noch am Start. Hier ist eine Dead Cat drin. Da ist sie. Ich nehme keine Pillen. Ich bin völlig gesund. Nicht hier, nicht jetzt. Keine Pillen für mich. Wie willst du so ein fettes Ding wie Delirium mit der Chaos Card verfehlen? Ja, ich dachte, das geht nicht. Ich muss jetzt... Oh mein Gott. Ach, du meinst Hush. Ja, zu Hush kann ich ja nicht mehr kommen. Hush ist ja schon zu spät. Oder war das gar nicht an mich gerichtet? Ich hab's vergessen, wieder meinen Chat richtig einzustellen. Rude Delirium einfach fett zu nennen. The Boy, the G... Ich sehe nichts. Ich sehe die Strahlen nicht. Er hat mich da getroffen in der Ecke. Holy shit! Er hat mich getroffen. Die Ecke war nicht safe. Nee, nee, ich hatte keinen. Ich hatte ein Deliriumsportal geöffnet bekommen. Okay! Bap! Oh, 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 oh,
Ich habe keine Ahnung, was dieser Block ist. Irgend so ein Minecraft Earth Block. Brown Nugget. Spawns a stationary fly turret that fires tears nearby enemies. Das andere gibt doch super viel Range Down. Aber Tears Up bringt mir nichts mehr. Vergiss Ding nicht. Ich fress alles drei. Damage up. Wow! Ich hab jetzt geguckt. Oh, Junge, das ist so ein geiler Run. Ja, ist okay. Dumpy ist auf Lost ganz nett. Habt ihr recht. Damage up. Tears up? Ich kann doch Tears up noch bekommen? Flush. Money gleich Power, ja, wäre auch cool. Wow. Das kann, glaube ich, über Max hier gehen. Mit Void kann man drüber. Da war ein Boss. Bringt mir das überhaupt was? Ja, fliegen meine Tränen durch, ne? Meine Zähne. Ja. Dann fliegen die durch die Gegner durch. Robofly? Für Delirium? Der Beyblade? Nee, wir wollen beides nicht. Wenn ich den Kopf voide, bringt mir ja nichts. Das ist ja ein Item mit Space-Item, was ich dann werfen kann. Bringt mir halt nichts. Luck noch mehr. Und das andere ist auch ein Item, was nur was bringt, wenn ich es aktiviere. Also ja. Beide Spaceball-Items. Gibt keine Stat-Ups und bringen mir jetzt auch generell nichts. Das war, glaube ich, auch defensiv, ne? Schild. Okay. Das war geiler Loot. War eine gute Ebene. Da habe ich schon getestet. Es gibt auch Secret-Räume hier, ne? Bestimmt da unten. Magnetizing Tears sind scheiße auf jeden, aber ist doch gut. Dann kommen die Gegner nicht so gut zu dir durch, sondern sind die ganze Zeit gemagnetized. Komm, Delirium, Delirium. Also, ich sag's mal so, für die Believer, an die Believer, ihr müsst jetzt hoffen, dass kein Delirium-Portal kommt. Für die Non-Believer, ihr müsst hoffen, dass ein Delirium-Portal kommt.
Wenn Delirium-Portal kommt, dann müssen wir weiterspielen. Und da kommt ein schwerer Boss. Den ich vielleicht nicht schaffe. Aber der Boss, der jetzt kommt, den schaffe ich easy. Ja! Rainer! The body. So. Okay, Chat, ich muss kurz stehen bleiben. Wir müssen nochmal kurz reden. Kann ich noch einmal eine 100%ige Bestätigung bekommen? Chaos Card, Delirium, funktioniert nicht. Funktioniert nicht, okay. Kann ich jetzt noch eine Dead Cat finden? Könnte ich jetzt theoretisch noch eine Dead Cat irgendwie finden? Könntest du. Bei Bossen oder woanders? In den Bossräumen. Okay, also wollen wir alle Bosse machen. Warum brauchst du eine Chaos Card? Du machst so viel Damage. Bei Delirium funktioniert das nicht so einfach, der Damage. Der skaliert mit deinem Damage. Der wird leider nicht so schnell sterben wie die Bosse vorher. Okay, das könnte schon Delirium sein. Ich habe keine Ahnung, wieso ich die Karte dabei schleppe, aber vielleicht kommt irgendwas Gefährliches. No, nicht größer! Ich habe vorhin gesagt, ich nehme keine Pillen in diesem Run. Ich hätte dabei bleiben sollen. Scheiße. Gegen Delirium jetzt auch noch in größer. Jetzt brauche ich One Makes You Small. Pretty fly. Wieso solltest du mit Virgo keine Pillen nehmen? Ja, weil jetzt bin ich größer geworden. Ich will nicht größer werden. Ich will kleiner werden. Jetzt muss ich kleiner werden. Du brauchst das Leaf und irgendwas Offensives. Ich brauche eine Dead Cat. Die brauche ich jetzt. Okay, das ist kein Delirium. Boah, der Damage. Holy shit. Da ist eh nur Scheiße drin, saugen wir auf. Damage up, Shot Speed up. Nee, Dumpy wird mich bei Delirium nicht retten. Also vielleicht vor einem Hit, ja. Aber das war's dann auch. Red Key? In dieser Ebene? Suchen wir den Ultra Super Secret Rare Room? Nein, doch, wieso nicht? Das
muss ja irgendwie zwei Felder mindestens von der Main-Route entfernt sein oder so, oder? One makes you small. Die Runs sind nicht lucky, ich bin einfach fucking gut. Akzeptier's endlich. Okay, wir gehen hier lang. Mit dem Red Key Chat kann ich jetzt neue Räume erschaffen, die es gar nicht gibt. Bis zu irgendwie einer maximalen Größe von irgendwie 64x64 oder so. Wir finden in den Red Rooms finden wir gleich die Dead Cat. Ich bin auf jeden Fall an der oberen Grenze hier. Achte drauf, ob auf der Map ein roter Raum erscheint. Wenn nicht, dann bist du am Limit. Und du würdest einen... Ein... I am Error Rooms bekommen? Das ist ein I? Noch mehr Luck! 18 Luck schon. Und man will nicht in den Error Raum? Der ist I'm Error. Ich dachte, ich habe ihn immer einfach nur Error-Raum genannt. Und nicht I am Error. Aha, Dead Cat. Ja, doch war ich in einem Errorraum, aber das ist ja das Ende der... Also es geht ja nicht mehr, ich kann ja nicht weiter in die nächste Ebene gehen, deshalb weiß ich gar nicht, was hier passiert, wenn ich in den Errorraum gehe. Ob dann der Run zu Ende ist oder so? I don't know. Einfach weggefurzt. Ich meine, wenn es eh nicht mehr gibt, ist egal, aber in anderen Ebenen kannst du halt den Boss nicht mehr machen. Ja, genau. Und hier weiß ich ja nicht, wie es ist. Hallo, Julian Baquet. Du wirst besoffen und musst Scooby Fortnite schlagen. Bin gerade bei einem Lost Run durch den Brimstone Laser vom Beast gestorben. Dabei ist auch ein Teil von mir gestorben. Also ich glaube, am Anfang von Repentance war mein einfach hart stuck, aber wurde wohl gepatcht. Also ich komme dann easy wieder raus, ne? Okay. Wir gehen weiter buddeln. Ihr kriegt halt durch die plus 10 Luck einen 3,2 Multiplikator, weil jede Träne so ein Zahn ist. Also circa 37, dann nochmal 2 wegen 20-20, also 74. Zum Vergleich mit Ipecac hat man 40. Dazu halt noch eine gigantische Tierrate und das Elektro-Ding, das allen nochmal Bonusschaden macht. Ich denke, noch lange nicht erreicht, ist übertrieben. Also Damage und so, oder irgendwie, ich brauche keine Items. Ich brauche nur Dead Cat. Ich will nicht irgendwie noch stärker werden oder so. Ich will einfach nur die Dead Cat. Oder irgendein anderes Item, womit ich vielleicht öfters auferstehen kann. Ich habe halt Guppies Collar. Damit kann ich mit etwas Glück, also 50-50, dass ich nicht sterbe.
Aber bei Dead Cat habe ich halt eine hundertprozentige Chance, dass ich wieder lebe. Das ist gerade so mein Dream, den ich habe. I have a dream! Da, wo du gräbst, kann nur Ultra Secret rein in den Raum nicht sein. Wieso nicht? Ich dachte, das ist irgendwie. Er kann überall sein, mindestens zwei Blöcke von der originalen Route entfernt. Das war doch die Regel. Nicht mindestens. Wofür trägst du die Chaos Card eigentlich mit dir rum? Ich kann sie auch, wenn du möchtest, kann ich sie einfach hier liegen lassen. Wenn dich das glücklich macht. Ich habe halt nichts anderes, was ich brauche. Sie liegt einfach nur da in meinem Slot rum. Ich habe dafür nichts Größeres geplant. Es ist zwei Blöcke von der originalen Route entfernt. Also genau zwei Blöcke. Das ist mir zu komplex. Ja, das ist ein bisschen weird. Ich bin mir nicht mal sicher, ob ich jemals in meinem Leben so einen Raum gefunden habe. Hey, nochmal derselbe Boss. Kaka! Kaka in meinen Hosa! Weiß nicht, ob ich jemals einen gefunden habe in der PC-Version. I don't know. So, das heißt, hier weitergraben bringt jetzt nichts. Oder was genau ist mit den zwei gemeint? Ist das jetzt schon der zweite Raum oder müssen zwei dazwischen sein? Sprich, der nächste ist es, wenn. Wieso ist hier die Tür offen? Achso, hier ist ein Secret Room. Die Tür war schon unnötig? Wieso war die unnötig? Ich muss doch schauen, ob das da drin ist. Dead Cat? Ich werde gleich Lord of the Flies noch. Für den Ultra Secret Room musst du maximal einmal eine Tür öffnen. Aber woher weiß ich denn, dass hier dann... Also ich habe jetzt diese Tür hier geöffnet. Und woher weiß ich, dass da jetzt direkt schon einer ist, ohne reinzugehen? Die geht automatisch auf. Ah, okay. Also quasi wie auch dieser Secret Room. Okay, wie ist das jetzt mit diagonal? Also der wäre jetzt diagonal direkt angrenzend an dem Secret Room. Sprich, ich müsste jetzt noch weiter graben? Boah, ist das kompliziert. Secret Room zählt, glaube ich, nicht. Okay. Boah, ist das kompliziert. Okay. Dann checken wir mal. Achso, ich habe keine Aufladung mehr. Halt wirklich crazy, Alter. Was in Isaac abgeht, ey. Das ist halt echt nicht so schwer. Oh, sorry, ich bin... Ich bin Nonsense-Guy. Ich bin hochbegabt.
Guck mich an. Ich bin so schlau. Ja, war ein bisschen knapp hier gerade. Oh, da ist er! Ich habe einen Bachelor im Backseaten gemacht. Okay. Ich meine, es ist ein defensives Item. Ist not bad. Ich benutze den Red Key immer gerne an den Ecken, weil es dann zwei Chancen für ein Ultra Secret Room gibt. Mhm. Spielst du Greedy oder No Greed? Ich spiele gerade einen normalen Run. Das ist kein Greedy und kein Greed. Heute kommen keine Greeds. Schmieds. Das könnte auch schon Delirium sein. Leute, ich werde so sterben, ne? Aber es gibt keinen zweiten super, super ultra Secret Room, oder? Es gibt nur einen. Dann kann ich einfach random irgendwo buddeln. Vielleicht kommt irgendwas Interessantes, wie zum Beispiel eine Dead Cat. Man muss nur fest genug an die Dead Cat glauben, dann kommt sie. Nice. Oder ein Arki einfach, gleich im Secret Room. Nein, ich habe falsch gelesen. RIP, Leute, ist vorbei. Ist vorbei, Leute. Ich kann einen Devil Deal hier finden durchs Buddeln? Als ob. Oder ein Planetarium. Okay, das linke ist Saturnus. Upon entering a room, a circle of tears orbits Isaac's. Enemy tears have a chance to be caught in orbit, turning into friendly. Das wäre Werbung! So, Saturn wäre auf jeden Fall ein gutes defensives Item. Das andere ist Uranus. Isaac shoots ice tears. Which slows enemies and frees monsters. Okay. Ich glaube, das Freezen bringt mir halt nichts bei unserem Boy, dem G, dem Delirium. Also nehmen wir lieber das Defensive. Auch wenn das Freezen eigentlich echt ein cooles Item ist. Eternal Life. Junge, ich bin so groß! Your anus! Lol! Okay. Es ist nicht Delirium. Okay, let's go, Chat. Aber deine Hitbox bleibt gleich. Ja, das ist ja schön und gut. Aber mein Problem ist, dass ich dadurch ja meine Hitbox schlechter erkenne.
Weil du vielleicht, wie du erkennen kannst, ich bin riesig. Gigantos. Okay. Oh shit, da unten ist noch einer. Okay, 50. Da sind noch zwei. Unten rechts. Ich denke, links links oder da in der Mitte unten ist Delirium. Hier rechts wird keiner sein. Dead cat, dead cat, dead cat, dead cat, dead cat, dead cat. Okay, 50-50. Aber ich kann buddeln. Vielleicht kriege ich noch einen Devil Deal. Schade. Das ist echt ein langer Run, Mann. Scheiße, der ist hier. Der ist, ich hatte gehofft, der ist oben. Okay, Fokus. Schild ist weg. Uranus! Ja! Holy shit! Let's fucking go! Junge!